Hallo, Breisach Video und Tour. Heute, am 12. März 2016, einen Tag vor den Landtagswahlen in Sachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, befinden wir uns hier vor der Spitalkirche in Breisach. Dort hat vor einigen Wochen schon einmal eine Veranstaltung der AfD stattgefunden. Heute erscheint sogar Frauke Petri, die Vorsitzende der AfD, persönlich zu einer letzten Veranstaltung im Hotel am Münster. In der Europastadt Breisach hat sich Protest angekündigt. Man will nicht sympathisieren mit der AfD und möchte dies auf friedliche Weise mit einem Protestmarsch kundtun. Die AfD ist hier nicht gewollt. Wie sagte Charlotte Knoblauch so schön in der Bild-Zeitung vor ein paar Wochen: Jetzt müssen die Demokraten geschlossen Widerstand leisten. Wo man Unsagbares sagt und Unwählbares wählt, wird Ungeheuerliches getan. Wir befinden uns hier vor der Evangelischen Kirche in Breisach. Wir sehen den Protestzug, der sich am Bahnhof formiert hat, vorbeilaufen. Wir befinden uns wieder auf dem Marktplatz in Breisach. Die Demonstration hat sich geteilt. Ein Teil ist zurück auf den Marktplatz gelaufen, wo jetzt Politiker sprechen werden. Der größte Teil jedoch ist auf dem Münsterberg geblieben und versucht, die Veranstaltung von Frauke Petri zu blockieren bzw. zu stören. Lasst uns bloß nicht schon wieder und tun, als sei nichts gewesen. Und im früheren Leben haben wir so viel erlebt. Lasst uns bloß nicht schon wieder hören auf die hetzenden Worte einer ewig gestrigen Horde.